Heute möchte ich gerne mit euch über die Praktika Nova B sprechen. Für mich die perfekte Einstiegskamera in die Analogfotografie. Sie ist einfach zu bedienen, relativ günstig. Die bekommt man so für ab 5 bis 20 Euro gebraucht auf eBay oder auf Flohmärkten. Kleinanzeigen. Und was ich an der Kamera so toll finde, erzähle ich euch jetzt. Wurde 1966 bis 1967 produziert bei Pentagon in Dresden. Die Kamera verfügt über ein M42 Gewinde, was für mich ein Riesenvorteil ist, dass sämtliche Objektive dafür gibt, wie zum Beispiel das 52 mm oder das 2,8er 28 mm Objektiv. Alle für einen sehr günstigen Preis erhältlich. Also der perfekte Einstieg, um es mal auszuprobieren. Der Spannhebel lässt sich auch sehr leicht betätigen. Über dem Spannhebel haben wir das Bildzählwerk. Weiß nicht, ob man es gerade in der Kamera gut erkennen kann. Und über dem Spannhebel, hier oben drauf, haben wir ein Rad, womit wir einstellen können, was für einen Film wir drin haben. Wenn ihr halt öfter mal zwischen Schwarz-Weiß und Farbe wechselt, ist das echt praktisch, damit ihr wisst, welcher Film mit drin ist. Neben dem Auslöser können wir die Verschlusszeit einstellen. Das geht von Bildmodus bis zu einer 200. Finde ich super. So könnt ihr nicht aus Versehen dagegen kommen und ein Bild verschwenden. Machen die Kamera mal auf. Ach, hier. So sieht die Kamera von innen aus. Hier kommt die Filmdose rein. Und dann wird der Film hier eingefädelt, ganz normal, wie ihr es kennt. Wenn ihr noch ein Video dafür sehen möchtet, wie man hier einen Film anlegt, schreibt es doch mal gerne in die Kommentare. Auf der linken Seite befindet sich der Belichtungsmesser, was sehr außergewöhnlich ist, da er sich nicht im Sucher befindet. Wir haben eine kleine weiße Nadel in dem Sucherfenster und einen großen Zeiger. Der lässt sich drehen, indem wir an diesem Rad hier drehen und müssen ihn jetzt auf dem weißen Strich positionieren und können dann ablesen, welche Blende und welche Verschlusszeit wir brauchen. Es ist gerade echt doof zu zeigen. Das müsste man mal draußen machen. Aber ihr könnt ja ungefähr sehen, was ich meine. Der Zeiger muss mit dem Strich übereinstimmen. Und demnach müssen wir halt dann unsere Blende und Verschlusszeit einstellen. Ganz simpel. Einziges Manko an der Kamera, dass der Spannhebel öfters hängt. Ich habe die Kamera noch einmal als Defekt. Ich kann den Spannhebel leider nicht mehr betätigen. Das ist bei Praktika-Kameras leider öfters. Aber bei dem Preis, die Reparatur lohnt nicht. Wenn sie kaputt geht, kaufst du eine neue. Ist für mich das Einfachste. Darum habe ich sie auch zweimal. Weil es meine erste Kamera war, wollte ich das Modell unbedingt nochmal haben. Da kann man nichts falsch machen. Und vielleicht hat man ja mit dem Modell jetzt auch mehr Glück. Vielleicht war mein anderes einfach Montagsmodell.
Das wird die Zeit zeigen. Ansonsten wünsche ich euch sehr viel Spaß mit der Analogfotografie. Wenn ihr Fragen habt, Verbesserungsvorschläge, schreibt es in die Kommentare. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.